Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, auch wir werden diesen Antrag ablehnen, nicht weil wir gegen Wohneigentum sind, um Gottes Willen, sondern weil ich glaube, dass hier ein paar Dinge durcheinander gehen. Wir sind nämlich auch der Meinung, dass es Sinn macht, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften zu haben. Und die haben auch eine ganz bestimmte Aufgabe. Und ich glaube, dass es keinen Sinn macht, diese Wohnungsbaugesellschaften in Teilen oder in großen Teilen, wie auch immer, sehr unterschiedlich diskutiert worden in den letzten 15 Jahren, zu privatisieren. Jetzt sagen Sie, das ist ja auch gar nicht gemeint. Wir wollen ja privatisieren an den einzelnen Mietern. Ich glaube auch, dass das keinen Sinn macht, aus vielerlei Gründen heraus. A, weil die Wohnungsbaugesellschaften mit ihrem Bestand völlig andere Aufgaben haben, weil auch die finanzielle Fähigkeit der dort wohnenden Mieter angesprochen worden ist. Und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dass Wohnungsbaugesellschaften Einzelwohnungen an einzelne Mieter verteilen, damit natürlich eine WEG auflebt. Und Sie sprachen es ja an, die berühmt-berüchtigten WEG-Versammlungen dann stattfinden müssen, wo natürlich die Mieter dann einer großen Wohnungsbaugesellschaft gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz sind wir aber natürlich dafür, dass wir schon noch mal darüber nachdenken, ob wir die Eigentumsquote in Berlin nicht erhöhen sollten. Und das hat natürlich viele Gründe, viele positive Gründe, wenn sich Bürger Wohneigentum leisten können, weil sie dann für ihr Alter vorsorgen, weil sie sich ganz anders verhaftet fühlen in dem Kiez und in der Straße, in der sie wohnen. Und insofern macht es natürlich Sinn, wenn gerade der Mieter, der lange gewohnt hat in dem Haus, der sein Haus kennt, der seinen Kiez kennt, der sich dieser Ecke auch verhaftet fühlt, wenn der seine Wohnung auch kaufen darf. Und deswegen macht es eben keinen Sinn, wenn ich die Aufteilung verbiete und damit den Mietern, die ja immer als erstes gefragt werden, die ein Vorkaufsrecht haben, die natürlich auch noch mal besonders geschützt sind, wenn sie davon nicht Gebrauch machen, wenn man die daran hindert, ihre eigene Wohnung zu kaufen. Deswegen macht es eben keinen Sinn, bei den großen Wohnungsbaugesellschaften anzufangen und zu sagen, dort könnt ihr der Mieter kaufen, sondern es macht dort Sinn, wo wir kleine Einheiten haben, wo ein Eigentümer hingeht und sagt, ich möchte gerne in Einzeleigentum aufteilen, ich möchte gerne die Mieter fragen und dort sollte man auch den Mietern die Chancen geben, dort die Wohnung zu kaufen. Nichtsdestotrotz, und das ist eben auch, glaube ich, klar geworden, löst es das Hauptproblem doch nicht, an dem wir uns befinden. Die Frage der hohen Preise und die Frage der hohen Preise in Berlin können Sie nur dann lösen, wenn wir einen vernünftigen, ausgeglichenen Markt wiederherstellen. Und der Markt klärt sich nur dann, wenn wir mehr Wohnungen haben und die müssen wir bauen. Und da hilft es auch nichts, wenn die Wohnungsbaugesellschaften zukaufen, weil damit ändert sich eben nur der Eigentümer, aber wir haben nicht mehr Wohnungen. Und deswegen lassen Sie uns bitte sehr Wohnungen bauen in allen Bereichen, weil nur dann kommen wir in diesem Bereich voran und möglichst viele Leute haben dann die Chance auf Eigentum. Vielen herzlichen Dank.